Sie verschwand. Spurlos. Ein furchtbares Rätsel. Wie vom Erdboden verschluckt. Alle wussten, ein Mörder ging um. Sein Jagdrevier waren die Colleges. Doch sie kriegten ihn nicht zu fassen. Die Spuren führten alle ins Nichts. Wir hatten nichts als Knochen. Die Beweise waren weg. Doch schließlich stellten die Ermittler Ted Bundy und deckten seine unaussprechlichen Taten auf. It was extremely wicked, shockingly evil. Er ist der Inbegriff des charmanten Serienmörders. Ich kann es immer noch nicht fassen. Der 14. Juli 1974 war ein strahlender Sonntag. In Seattle hatte es über 30 Grad, was nicht allzu oft vorkommt. Deshalb fuhren alle zum Lake Sammamish State Park raus. Unter den Ausflüglern ist auch ein dunkelhaariger Mann, der seinen Arm in einer Schlinge trägt. Er bittet eine junge Frau, ihm beim Verladen seines Segelboots zu helfen. Das erste Mädchen, das er fragte, ging mit ihm zum Auto. Dadurch konnte sie später als einzige Zeugin bestätigen, dass es seins war. Als er sagte, das Segelboot sei nicht hier, sondern beim Haus seiner Eltern oben in Issaquah, kam sie lieber nicht mit. Also fragt der Mann ein anderes Mädchen. Janice Ott wohnte selbst in Issaquah. Das Dorf lag nicht weit entfernt und sie radelte im Park herum. Sie war genau sein Typ. Sie streckte die Hand aus und sagte, Hi, ich bin Jen. Er sagte, Hallo, ich bin Ted. Das war das letzte Mal, dass Janice Ott lebend gesehen wurde. Nur 3 Stunden später verschwand Denise Nesland. Sie war mit ihrem Freund und einem anderen Pärchen unterwegs. Als sie auf die Toilette musste, nahm sie den Hund mit. Zurück kam nur der Hund. Da waren doch tausende andere Mädchen am Lake Sammamish. Warum hat er sich ausgerechnet sie ausgesucht? Innerhalb weniger Stunden waren 2 Frauen aus dem Park verschwunden. Wie konnte das sein, bei dem Andrang von Ausflüglern an diesem Tag? Es überraschte uns, dass er ein so überlaufenes Gelände gewählt hatte, wo ihn so viele Menschen beobachten konnten. Und er hatte auch eine Menge Leute angesprochen. Es fanden sich Dutzende Zeuginnen, denen er seine Geschichte vom Boot und seinem gebrochenen Arm erzählt hatte. Die Zeugenaussagen brachten die Polizei einen bedeutenden Schritt weiter. Einer hatte gehört, wie der Täter sich als Ted vorstellte. Und anhand der Beschreibungen entstand ein erstes Phantombild. Die Fahndung nach Ted begann. Doch dieser machte weiter, als wäre nichts gewesen. Und es wurden weitere Frauen vermisst, die meisten davon im College-Alter. Mehrere Fälle von Vermissten hatten in verschiedenen Gerichtsbezirken in Oregon und Washington State, darunter auch Evergreen Olympia, großes Aufsehen erregt. Es war damals sehr schwierig, einen Zusammenhang zwischen diesen Fällen herzustellen, selbst wenn die jeweiligen Polizeibehörden miteinander in Kontakt standen. Heute sind wir in der glücklichen Lage, über bundesweite Datenbanken zu verfügen. Wenn Täter in mehreren Staaten aktiv sind, hat man jetzt ganz andere Möglichkeiten. Auch die Medien würden heute wohl weit schneller einen Zusammenhang herstellen. Eine derartige Häufung vermisster College-Studentinnen wäre eine sichere Schlagzeile. In den 70er Jahren war das öffentliche Interesse an Verbrechen noch wesentlich geringer. Und auch die Berichterstattung über vermisste Personen war lange nicht so intensiv. Das hat sich in den letzten 30, 40 Jahren gewaltig verändert. Und es ist auch gut so, dass die Leute die interessanten Fälle heutzutage mitverfolgen. Viele Verbrechen konnten aufgrund von Hinweisen aufgeklärt werden, die bei Hotlines der Polizei eingegangen sind. Doch damals löste die Theorie vom Serienmörder zunächst einmal Panik aus.
Die Angst war groß. Wir richteten auf dem Campus für die Frauen einen Begleitdienst zu den Schlafsälen ein. Das Ganze war so schrecklich wie rätselhaft. Ein Mädchen ging nur 10 Meter vom einen Wohnheim zum anderen und bumm war sie weg. Wie konnte das passieren? Die waren erst 19, 20 Jahre alt und hatten noch alles vor sich. Wie viele Familien da in Leid und Verzweiflung gestürzt wurden. Knapp 2 Monate nach den Ereignissen am Lake Sammamish konnten die Ermittler einen ersten, wenn auch traurigen Erfolg verbuchen. Sie wissen, wo Janice Ott und Denise Nesland abgeblieben waren. Ein Jäger hat an einem Hügel nahe dem See Menschenknochen gefunden. Die Knochen waren über den ganzen Hügel verstreut worden, wahrscheinlich durch Tiere. Aber es gab nur einzelne Knochen, keine Leichen. Die Polizei fand außerdem Haare. Die Körperteile konnten Nesland, Ott und einer weiteren Frau zugeordnet werden, die aber erst Jahre später identifiziert werden kann. Wir hatten das Glück, dass uns ein Team des Rettungsdienstes bei der Untersuchung des Abschnitts unterstützte. Wir durchkämmten auf allen Vieren mit den Fingern das Unterholz nach Knochen. Man braucht eine Menge Leute für eine so gründliche Spurensicherung. Und dabei waren die Funde an diesem Tatort ja nur ein Teil des Puzzles. Das war in der Geschichte von King County noch nicht da gewesen. Dieser Fundort sollte jedoch nicht der letzte bleiben. Im Jahr darauf, im März 1975, fanden wir Knochen von 4 weiteren vermissten Frauen. Allerdings nur Schädelteile, was sehr ungewöhnlich ist. Ansonsten stießen wir auf einige Tiergebeine. Wir haben also sicherlich gründlich genug gesucht. Aber wir fanden keine anderen menschlichen Knochen als Schädelknochen. Die Untersuchung der Funde vom Taylor Mountain bringt ein erschreckendes Ergebnis. Sie wiesen alle den gleichen Verwesungsgrad auf, obwohl die Mädchen zu verschiedenen Zeitpunkten verschwunden waren. Eins im Januar, eins im April, 2 im Mai. Aber das Laub, das auf den Knochen lag, und das Gestrüpp, das sie überwucherte, war bei allen etwa gleich. Und das wäre nicht der Fall gewesen, wenn sie zu unterschiedlichen Zeiten dort gelandet wären. Daraus konnte man schließen, dass die Leichen nach der Tat an einem anderen Ort aufbewahrt worden waren, bis der Täter sich sicher genug fühlte. Und dann brachte er die Schädelteile zu diesem Gelände. So muss es gewesen sein. Noch wichtiger als diese Rückschlüsse ist jedoch eine andere Erkenntnis. Eine der Toten ist Susan Rancourt, die am Central Washington State College im 200 Kilometer entfernten Ellisburg studiert hatte. Dort finden die Ermittler 2 Frauen, die um die Zeit von Rancourts Verschwinden von einem Fremden mit Armschlinge angesprochen worden waren. Er habe sie damals gebeten, ihm Bücher zu seinem VW Käfer zu tragen. Sie gingen mit, bekamen dann aber Angst. Die eine erzählte mir, als ich in den Volkswagen hineinschaute, sah ich, dass der Beifahrersitz fehlte. Da ließ ich die Bücher fallen und rannte weg. Das sind die, die überlebt haben. Im Fall Rancourt wissen wir, dass der Mörder ihr einen Schädelbruch zugefügt hat. Er schlug mit einem Montierhebel zu. Das konnten wir anhand der Schädelverletzungen feststellen. Aber mehr wussten wir bei keiner über den Tathergang. Wenn man nur Knochen hat, lässt sich kaum mehr sagen. In Ermangelung anderer Spuren geht die Polizei den zahlreichen Hinweisen aus der Bevölkerung nach. Sie überprüft Käferbesitzer, Bekannte der Opfer, jeden, den man mit den Fällen in Verbindung bringen kann. Angesichts der Datenmasse kommt jemand auf die damals revolutionäre Idee, alles in einen Computer einzuspeisen und auf Übereinstimmungen absuchen zu lassen. Computer haben auch in der Kriminaltechnik einen enormen Fortschritt gebracht. Mit einem Computer kann man ganz schnell den Inhalt mehrerer Datenbanken abgleichen und zum Beispiel herausfinden, wie viele Leute mit Namen Ted einen Volkswagen besitzen. Diese Methode versprach ein konkreteres Profil des Täters, aber der schien plötzlich genug vom Morden zu haben.
Im Juli 1974 hörte es mit einem Mal auf. Es gab keine neuen Vermisstenmeldungen mehr. Tatsächlich war der Doppelmord am Lake Sammamish die letzte Bluttat im Raum Seattle. Aber bei aller Erleichterung befürchteten die Ermittler auch, dass Ted, wie sie ihren Täter von nun an nannten, lediglich das Jagdrevier gewechselt hatte. Wo er auch hinkommt, verschwinden hübsche junge Frauen. Seine Methode war so einfach wie tückisch. Die Armschlinge, der VW Käfer, die Schläge auf den Kopf. Bis zum Sommer 1974 waren ihm schon mindestens 8 Frauen zum Opfer gefallen. Dann im Oktober, 1000 Kilometer südöstlich von Seattle, verlässt in Salt Lake City die 16-jährige Nancy Wilcox ihr Haus und kommt nie mehr zurück. Ich wusste gleich, dass sie nicht ausgerissen ist, denn sie hatte nicht mal ihren neuen Mantel an. Und das in einer Oktobernacht. Sie hätte sicher auch ihren schönen Türkisschmuck oder Geld mitgenommen. Sie war wie vom Erdboden verschluckt. Der Mörder hatte also wie befürchtet keineswegs aufgehört. Er war nur weitergezogen. Im September verließ er Seattle Richtung Utah. Dort dauerte es nicht lang, bis die ersten Mädchen verschwanden. Nach Nancy Wilcox am 2. Oktober war es am 14. Melissa Smith. Dann an Halloween Laura Amy und im November Debbie Kent aus Bountiful in Utah. Wir waren im Schultheater, mein Mann, sie und ich. Sie mochte das Stück und wollte, dass wir es auch sehen. Es dauerte länger als gedacht und unser Jüngster musste von der Rollschuhbahn abgeholt werden. Also verließ Deborah um 22.15 Uhr die Viewmont High School, um ihn abzuholen. Da haben wir sie zum letzten Mal gesehen. Mir war gleich klar, dass etwas Schlimmes passiert sein musste. Sue Curtis studierte im Juni 75 an der Brigham Young University. Sie besuchte eine Tagung, an der viele junge Leute aus der Salt Lake-Gegend teilnahmen. Am Samstagabend ging sie zu ihrem Wohnheim und verschwand spurlos. Im Nachbarstadt Colorado traf es kurz darauf die Skilehrerin Julie Cunningham und die Krankenschwester Karen Campbell, die in Aspen mit ihrem Verlobten Urlaub machte. Keiner wusste, wie wir in diesem Fall ermitteln sollten. Er handelte völlig unberechenbar, noch dazu über Staatsgrenzen hinweg. Für einen Serienmörder war er ungewöhnlich viel unterwegs. Er reiste kreuz und quer durchs ganze Land. Er war eine Ausnahme. In der Regel haben Serienmörder einen eher engen Handlungsradius. Sie schlagen nur dazu, wo sie sich wohlfühlen. Tja, und er fühlte sich eben auf jedem College-Campus wohl. Anders als in Seattle wurden hier nun einige Zeit nach den Morden vollständige Leichen entdeckt. Es stellte sich heraus, dass der Mörder sich an ihnen vergangen hatte. Eine war auch nachträglich geschminkt worden. Offenbar beschäftigte Ted sich noch lange nach der Tat mit seinen Opfern. Am 16. August 1975, über ein Jahr nach Beginn der Mordserie, hält die Polizei in Utah ein Auto an. Wegen eines gewöhnlichen Verkehrsdeliktes. Er fiel in der frühen Morgendämmerung einem Polizisten auf, der auf dem Heimweg von seiner Schicht war. Bundy fuhr wie immer in seinem VW Käfer herum, aber ohne Licht. Dass er ohne Licht erwischt wurde, heißt für mich, er hielt gerade wieder nach Opfern Ausschau, wollte sich quasi anschleichen und wurde ertappt. Der Polizist durchsuchte den Wagen und schöpfte nun erst richtig Verdacht. Er fand eine Tasche, die ein Brecheisen enthielt, Handschellen, ein Stichwerkzeug wie eine Aale oder einen Eispickel. Dazu ein in Streifen gerissenes Leintuch, eine Strumpfmaske, eine Skimaske, Lederbänder, eine Taschenlampe und Müllsäcke. Bundy meinte noch, solche Sachen hat doch jeder in seinem VW-Käfer. Aber es handelte sich nur zu offensichtlich um Mordwerkzeuge. Er reiste mit einer mobilen Folterkammer. Bundy, eine sehr gepflegte Erscheinung, studierte Jura an der University of Utah.
Aufs College war er in Seattle gegangen. Seine Verhaftung war ein Schock für uns. Wir konnten es nicht glauben. Wir sammelten sogar Geld für seine Verteidigung. Sie mussten den Falschen erwischt haben. In Seattle hatte sich Bundy für die Republikaner engagiert. Der Ted Bundy, den wir vor der Verhaftung kennengelernt hatten, war ein richtig netter Kerl. Wir unterhielten uns gern mit ihm und hatten auch beruflich ein wenig miteinander zu tun. Ich hielt ihn für einen Mann mit Zukunft, für jemanden, der es im Leben noch weit bringen würde. Er hatte eine sehr positive Ausstrahlung. Er war auskunftsfreudig, wortgewandt, intelligent. Er war extrem gut angezogen, viel besser als der durchschnittliche Student damals. Er wirkte wie ein junger Cary Grant. Bundy war ein sehr gewandter, wohlerzogener Typ, der einem alles weismachen konnte. Keiner hat gedacht, dass einer wie er in so eine Sache verwickelt sein kann. Er wird auf Kaution entlassen und versucht nun, sämtliche Spuren an seinem VW zu entfernen. Doch es gelingt ihm nicht vollständig. Wir fanden Haare, die sowohl zu Laura Amy als auch zu Melissa Smith passten. In Bundys Wohnung finden die Beamten eine Broschüre des Hotels in Aspen, in dem sich Karen Campbell unmittelbar vor ihrem Verschwinden aufgehalten hat. Anhand seiner Kreditkarten und Tankrechnungen fanden wir heraus, dass er zu der Zeit dort gewesen war. Wir konnten auch dem Opfer aus Colorado einige Haare zuordnen. Allmählich dachte ich, mein Freund Ted ist entweder schuldig oder der größte Pechvogel aller Zeiten. Denn wo er auch auftauchte, wurden bald junge, hübsche Frauen vermisst oder ermordet aufgefunden. Ich fragte ihn bei meinem Besuch danach. Er antwortete, ein Aufenthalt in Colorado ist kein Verbrechen. Gut, meiner Kreditkarte zufolge habe ich am Tag, als die Mädchen verschwanden, in dem Ort getankt. Aber in Colorado zu sein, ist kein Gesetzesverstoß. Was Bundy am Ende doch noch zu Fall bringt, sind diverse Zeugen, die ihn bei Gegenüberstellungen identifizieren. Er wurde von einer Lehrerin der Highschool erkannt, wo Debbie Kent die Theateraufführung besucht hatte. Und er wurde von einem Mädchen erkannt, das ihm entkommen war, Carol Daronche. Carol Daronche ist genau die Zeugin, auf die die Ermittler gehofft haben. Bundy hatte sich ihr gegenüber als Kriminalbeamte ausgegeben und sie um Mithilfe in einem Fall gebeten. Als sie in seinen Volkswagen stieg, versuchte er, ihr Handschellen anzulegen. Aber sie wehrte sich und konnte entkommen. Damit hatten wir erstmals eine Überlebende, die in der Lage war, den Täter und sein Auto zu beschreiben. Sie besaß sogar noch die Handschellen, die er ihr schon ums Handgelenk geschlossen hatte. Und sie beschrieb ihn ganz richtig als einen gut aussehenden Kerl, mit dem man ohne weiteres mitgehen konnte. Im Februar 76 wird Bundy wegen versuchter Entführung angeklagt und dank der Aussage seines Opfers verurteilt. Anschließend wird der Häftling sogleich nach Colorado überstellt, wo er sich wegen des Mordes an Karen Campbell vor Gericht verantworten muss. Diesmal will Bundy sich selbst verteidigen. My class is graduating in about a month. I'll bet you I know more about love than you any of them. Im Gefängnis tritt Bundy mit einem längeren Fernsehinterview an die Öffentlichkeit. Why did you decide to defend yourself? I felt it was right. I wanted to get involved. I wanted to become a part of my defense because I am such a part of it. I mean, I obviously I'm going to bear the consequences, so why not bear the responsibility? For somebody who believes he is so innocent, why was there no emotion? People say Ted Bundy didn't show any emotion. There must be something in that. I showed emotion. You know what people said? See, you really can get violent and angry. There's no right way for me to act. Sure, I'm mad. I'm showing emotion right now because inside I'm mad. But I've kept it together because there's no point in destroying myself. I have got to keep myself together. I have got to stay calm. I've got to keep my presence of mind because as long as I do that, I'm going to beat these people. And that's the way I feel. Die Justiz, so Bundy, habe sich auf ihn eingeschossen, anstatt den wahren Täter zu suchen. I'll tell you, as long as they attempt to keep their heads in the sand about me, there's going to be people turning up in canyons and there's going to be people being shot in Salt Lake City because the police there aren't willing to accept what I think they know, and they know that I didn't do these things. And the man who
kidnapped Carol Durant, she's going to continue to be free, and not only her, but every other young woman in the Salt Lake Valley is going to be threatened by that person or persons. And it's happening today, and it's going to happen in the future. An einer Stelle wirkt Bundy im Nachhinein wie ein düsterer Prophet. I swear to God, every man in that prison, at one time or another, thinks about going, wishes he wasn't there, and wishes he could fly over those fences. I've dreamed about flying over those fences. I've dreamed about climbing over those fences and tunneling under those fences. With every other man in there, I've dreamed about being free. Do you get fresh air, son? Do you get out? Well, I get to go to the library. It's a 50-yard walk from here across the parking lot to the library, and that's my fresh air. Und einen dieser Ausflüge in die Bibliothek nutzt zu einem spektakulären Fluchtversuch. Im Juli 77 springt aus einem Fenster im zweiten Stock und entkommt. Als Prozessbeteiligter und noch dazu als sein eigener Verteidiger hatte er jedes Recht auf Zugang zu einer juristischen Bibliothek. Aber wie nur konnte dort das Fenster offen stehen? Nun, Menschen denken gewöhnlich nicht wie ein gefangenes Raubtier, er aber schon. Er hielt ständig nach einem Schlupfloch Ausschau, um dem Strafvollzug zu entkommen. Eine Woche später wird Bundy wieder gefasst. Doch im Dezember gelingt ihm erneut die Flucht. Er kletterte durch die Decke in die Wohnung seines Wärters, der abends ausgegangen war. Draußen wütete ein Schneesturm. Er stahl ein abgewracktes Auto, das in den Bergen den Geist aufgab. Also fuhr er per Anhalter weiter. Er hatte ja auch Geld. Als er uns aus seiner Zelle in Colorado schrieb, er befürchte, der Prozess gegen ihn könnte nicht fair verlaufen, schickten wir ihm alle Geld, um ein Gutachten in Auftrag zu geben. Die große Frage für mich ist, ob er nur dank dieses Geldes bis Florida gekommen ist. Dann klebt nämlich auch an unseren Händen Blut. Denn kurz darauf ging das Morden wieder los. Law enforcement people have lost all track of Bundy. He escaped from a Colorado prison on New Year's Eve. And now, he is one of the FBI's most wanted men. Über Denver und Chicago flieht Bundy aus der schneeverwehten Kälte des Nordens und ist eine Woche später bereits im sonnigen Süden Floridas, in Tallahassee. Dort nimmt er sich ein Zimmer in einer Pension nahe dem Campus der Florida State University. In seiner Zeit hier lebte er von dem, was er stahl. Kreditkarten, Bargeld, Fahrräder, Autos. Bereits eine Woche nach seiner Ankunft macht Bundy da weiter, wo er vor seiner Verhaftung aufgehört hat. Die Ermittler nehmen heute an, dass sein erstes Interesse der in der Nähe wohnenden Cheryl Thomas galt. Sie entsprach vom Aussehen her genau seinem Beuteschema. In jener Nacht war sie ausgegangen. Er wartete vergeblich auf sie, was ihn wütend machte. Wir nehmen an, dass er im Weggehen sah, wie zwei andere Frauen das Chi Omega-Haus betraten. Das Schloss der Kellertür war kaputt, da kam er also leicht rein. Er trug eine Strickmütze und ein hochgeschlossenes Fassadenkletterer-Outfit und hatte einen Eichenholzknüppel dabei. Er schlich die Hintertreppe hinauf und griff vier Mädchen im Schlaf an. Ich glaube, er wollte alle in dem Haus umbringen. Das erste Zimmer, das Bundy betritt, ist das von Margaret Bowman. Ihr Hauptfach war Kunstgeschichte. Sie wollte Museumskuratorin werden und das hätte auch genau zu ihr gepasst. Ich sah sie schon vor mir. Lisa dagegen war eher der lebhafte, übersprudelnde Typ. Lisa Levy wohnt neben Karen Chandler, die ihr Zimmer mit Kathy Kleiner teilt. Ich ließ die Arbeit sein, sah noch eine halbe Stunde fern und legte mich dann schlafen. Chandler und Kleiner überleben Bundys Angriff, wenn auch schwer verletzt. Bowman und Levy hingegen tötet er. Levy hat er zuvor noch vergewaltigt. Um 3 Uhr nachts kehrt Nita Neary, die ebenfalls hier wohnt, nach einem durchfeierten Abend heim. Im Eingangsbereich des Chi Omega-Hauses bemerkte sie einen Mann, der mit einem Knüppel in der Hand die Treppe herunterkam. Sie sah ihn gut genug, um ihn präzise beschreiben zu können. Nachdem er heruntergekommen war, verließ er das Haus sofort durch die Vordertür gegenüber der Treppe.
Neri ruft die Polizei. Der Anruf ging um 3.23 Uhr bei uns ein. Um 3.26 Uhr waren wir an Ort und Stelle. Zu dem, was wir vorfanden, könnte man vielleicht sagen, dass es in den Zimmern aussah, als hätten dort Haie gewütet. Während die Polizei sich einen Überblick über den Tatort zu machen versucht, kehrt Bundy noch einmal zum Haus von Cheryl Thomas zurück. Er verschaffte sich Zutritt und prügelte auch auf sie ein. Aber ihre Nachbarn hörten den Lärm. Die Polizei fand bei ihrem Eintreffen ein fünftes Opfer vor, wiederum mit Kopfverletzungen. In nur einer Nacht hatte Bundy zwei junge Frauen getötet und drei weitere fast totgeschlagen. Nach seinem methodischen Vorgehen im Westen hatte dieses Gemetzel die Qualität eines Amoklaufs. Das war ein Anfall von Jähzorn, keine irgendwie geplante Sache. Diese Art von Raserei war untypisch für Bundy. Man könnte daraus schließen, dass er langsam die Kontrolle verlor. Neu war auch, dass er diesmal seine Taten in geschlossenen Räumen verübt hatte, wo Spuren nicht so leicht verloren gehen. In einer Nacht fünf Frauen angreifen und zwei Leichen zurücklassen, während links und rechts andere Frauen als Zeugen sitzen und die Polizei schon im Anmarsch ist, das ist ziemlich unvorsichtig. Das Blutbad ruft auch den Mann auf den Plan, der Bundy im Westen hinter Schloss und Riegel gebracht hat. Am Morgen danach kamen zwei Anrufe. Einer davon war von Robert Keppel, der uns riet, nach Ted Bundy zu suchen. Er schlug auf schlafende Menschen mit einem stumpfen Gegenstand ein. Das hatte er auch schon in Washington getan. Aber Bundy ist nur einer von vielen Verdächtigen. Die örtlichen Ermittler scheinen überfordert zu sein. We've got a very disturbed, sick individual. Ihre Spuren endeten alle in nichts. Auf einmal waren zwei Frauen tot, drei weitere so gut wie tot und der ganze Campus in Panik. Diese Gemeinde hatte ihre Unschuld verloren. Während Bevölkerung und Behörden noch regelrecht traumatisiert sind, ist der Täter schon längst über alle Berge. Er verließ Tallahassee, es wurde ihm zu brenzlig. Er fährt nach Norden, in einem gestohlenen Lieferwagen der Uni. Wir wissen, er kam am 8. Februar in Jacksonville an. Nach einer Nacht im Holiday Inn in Lake City trifft er auf Kimberly. Kimberly Leach war 12 Jahre alt und besuchte die Junior High School. Sie war beim Tanz am Valentinstag zur zweiten Ballkönigin gewählt worden. Sie war also wohl recht beliebt. Eine ganz gewöhnliche 12-jährige Schülerin. Damit war sie sehr viel jünger als Bundys andere Opfer. Sie ist für ihn ein Gelegenheitsopfer, weil er jetzt wie ein Süchtiger einfach wieder seine Dosis braucht. Und in seiner Not handelt er nicht mehr so umsichtig wie zuvor in seiner Mörderkarriere. Es könnte sein, dass er bei ihr ähnlich vorging wie bei Carol Daronge, die sich damals in Utah gerade noch hatte retten können. Einer Zeugenaussage zufolge verließ Bundy die Junior High School in Lake City zusammen mit Kimberly Leach, die sehr aufgewühlt wirkte. Er ließ sie dann in den Lieferwagen einsteigen. Wir nehmen an, dass er angedeutet hatte, sie müsste wegen eines Notfalls in der Familie mit ihm kommen. Bundy fuhr mit ihr etwa 70 Kilometer bis in die Nähe des Swanee River State Park. Die Polizei findet die Leiche des Mädchens erst Wochen später. Das Fahrzeug hingegen können die Behörden schon weit früher sicherstellen. Dank Bundy selbst. Nach dem Mord an Kimberly fuhr er zurück nach Tallahassee und parkte den Wagen bei der katholischen Kirche am Campus. Dort fiel er dem Sicherheitspersonal auf, weil er gestohlen war. Unser Chefermittler Steve Hooker warf einen Blick hinein und meinte gleich, da drin ist was passiert. Den müssen wir kriminaltechnisch untersuchen. Also brachten wir ihn am nächsten Tag ins Labor, wo eine Menge brauchbarer Beweise sichergestellt werden konnten.
Als nächstes stiehlt Bundy wieder ein Auto des Typs, der ihm am besten zu liegen scheint. Einen VW Käfer. Er wurde in Pensacola aus einem Volkswagen heraus verhaftet, nur Tage nach dem Mord an Kimberly Leach. Er stand in einer Seitengasse, wo er einem Polizisten auffiel. Der überprüfte das Nummernschild. Der Wagen war gestohlen gemeldet. Ted flüchtete zu Fuß. Es kam zum Kampf. Schüsse fielen. Schließlich konnte der Polizist ihn festnehmen. Bundy versucht noch mit einem gestohlenen Studentenausweis die Polizei zu täuschen. Doch die findet schnell heraus, was für einen Fang sie da gemacht hat. Zwei Ermittler, einer vom Bezirk und einer aus Tallahassee, fuhren hin und ihnen nannte er dann seinen wahren Namen. Zu der Zeit stand er bereits ganz oben auf der FBI-Fahndungsliste. I understand that possibly 25 different law enforcement agencies throughout the United States who are interested. And questioning him about various offenses. Ted Bundy ist also wieder in Haft. Seit seinem Ausbruch hat er zwei Frauen und ein Kind getötet und drei weitere Frauen schwer verletzt. Doch vor den Fernsehkameras spielt er immer noch das Justizopfer. He said he was gonna get. Okay, you've got the indictment. It's all you're gonna get. Pensacola, Florida police are questioning a man they say may be one of the worst sex murderers of all time. Nach seiner Verhaftung am 15. Februar 1978 wird Ted Bundy sofort nach Tallahassee überstellt. Dort wollen ihn die Ermittler zu den Morden an Margaret Bowman und Lisa Levy befragen. Es herrschte große Erleichterung, dass nun jemand wegen dieser Verbrechen hinter Gittern saß. Nach all dem, was die Medien über das Vorleben Bundys verbreiteten, stand die öffentliche Meinung bald fest. Zunächst wurde er nur wegen einiger Fälschungen und Autodiebstähle in der Gegend um Tallahassee angeklagt. Diese Delikte schoben wir vor, um ihn erst einmal hier festzuhalten und die Untersuchung der Morde abschließen zu können. Theodore Robert Bundy, you are charged two counts murder in the first degree, three counts attempted murder in the first degree. I'll plead not guilty right now. Die Behörden wollen Bundy auf jeden Fall in Florida vor Gericht stellen und nicht wegen der früheren Morde zurück nach Colorado oder Washington schicken. Unsere Spuren waren besser. Die Opfer dort waren meist erst lang nach der Tat gefunden worden. Falls es Leichen gab, war ihr Zustand schlecht. Wir dagegen hatten einen frischen Tatort. Ich habe offen gesagt, das Recht steht auf der Seite der Besitzenden. Wir geben ihn nicht mehr her, zumal er ihnen in Colorado schon zweimal entkommen war. Im Zuge des Verfahrens muss sich die Staatsanwaltschaft auch wieder mit dem Juristen Ted Bundy auseinandersetzen. Er machte vor Gericht Rechte geltend, ließ Zeugen unter Eid aussagen, reichte eigene Anträge ein. Dass er weiterhin ständig in die Verteidigung eingriff und seine Anwälte bevormundete, zeigt, welchen Genuss er daraus zog. Ganz ähnlich dem Genuss, den er sich durch die Kontrolle über seine Opfer verschuf. Ich habe immer schon gesagt, dass Ted buchstäblich unverschämt gut aussah. Und noch besser, wenn Scheinwerfer und Kameras auf ihn gerichtet waren. Doch Bundys juristischer Ehrgeiz schadet ihm eher. Die Verteidigung stellte ihn als Opfer übereifriger Polizeiarbeit dar. Aber man wirkt kaum wie ein Opfer, wenn man sogar schlau genug ist, um sich selbst zu verteidigen. Der erste Prozess, in dem es um die Wohnheimmorde geht, beginnt im Sommer 1979 in Miami. An jedem Verhandlungstag strömen die Zuschauer herbei, vor allem Frauen. Diese Menschen prügelten sich fast um die vorderen Plätze, um Bundy möglichst nahe zu sein. Es herrschte eine morbide Faszination, die ich selbst aber nicht nachvollziehen kann. He was like a movie star.
Er hatte auf sie die Wirkung eines Filmstars. Wenn er sich umsah, kicherten sie und stießen sich gegenseitig an. Und ich dachte, die denken keine Sekunde daran, dass sie, wenn er in Freiheit wäre, für ihn potenzielle Opfer wären. Die Staatsanwälte erwartet trotz Bundys Vorgeschichte ein hartes Stück Arbeit. Der Fall war kein Kinderspiel. Wir gingen in einen Indizienprozess. Nur alles zusammen ergab genug Stoff für eine Verurteilung. Hauptzeuge in der Anklage ist die Studentin Nita Neary, die Bundy nach der Tat gesehen hat. In Cheryl Thomas' Haus hatte der Mörder eine Maske zurückgelassen. In dieser Strumpfmaske wurden zwei Haare einer weißen Person gefunden. Das Labor fand Übereinstimmungen mit den Haaren von Bundy. In den 70ern steckte die Gerichtsmedizin noch in ihren Anfängen und Haare waren kein so schlagkräftiges Beweismittel wie heute. Es war nicht möglich, ein Haar eindeutig einer bestimmten Person zuzuordnen. Man konnte nur Gemeinsamkeiten feststellen. Heutzutage lässt sich anhand eines Haarschaftes eine mitochondrische DNS-Analyse durchführen. Ein weiteres Indiz waren Bissspuren an einem der Opfer. Es gab eine Bissspur auf dem Gesäß eines der Mordopfer im Chi Omega-Haus. Wir mussten beim Untersuchungsrichter tatsächlich einen Durchsuchungsbefehl von Bundys Mund beantragen, um einen Abdruck seines Gebisses nehmen zu dürfen, den wir dann mit der Bissspur verglichen. Dieses Indiz ist sehr umstritten. Ich hielt das für Humbug. Wenn jemand in einen Käse beißt, kann man danach am Abdruck Abstände messen und Abweichungen feststellen. Aber die menschliche Haut ist flexibel, sie verformt sich. Da ist keine akkurate Messung möglich. Im Fall Bundy waren diese Spuren sehr deutlich. Und es gab gleich zwei davon, an einer sehr fleischigen Körperstelle, sodass sie sich ganz klar abzeichneten. Sie kopierten die Abdrücke von seinem Gebiss auf Folie und legten sie über die Bilder der Bissspuren. Es passte perfekt. Am meisten jedoch belastet sich Bundy wohl selbst, als er einen der Polizisten, die zuerst am Tatort eingetroffen waren, persönlich ins Kreuzverhör nimmt. Das Kreuzverhör war mein Job. Aber Ted stand auf und nahm mir die Akte aus der Hand. Zuerst stellte er ein paar Routinefragen. Und dann sagte er, beschreiben Sie bitte in allen Einzelheiten, was Sie beim Wegziehen der Decke sahen. Jeder im Saal oder vor dem Fernseher musste einfach sehen, dass es ihm nur darum ging, durch die Aussage dieses Ereignis noch einmal zu erleben. Das war am zweiten Verhandlungstag. Und damit war es eigentlich schon vorbei. Das hatte nichts mit Bissspuren oder Haaren oder sonst was zu tun. Es war diese Frage, die sein Schicksal besiegelte. We the jury in Miami-Dade County, Florida, find the defendant Theodore Robert Bundy guilty as charged. Am 31. Juli 1979 verließ Richter Edward Coward das Urteil. It is this court's reasoned judgment. You, Theodore Robert Bundy, be adjudicated guilty of murder in the first degree, and that you be put to death by a current of electricity, and such current of electricity shall continue to pass through your body until you are dead. Nach diesem ersten Todesurteil wartet auf Bundy gleich der nächste Prozess wegen der Entführung und Tötung der 12-jährigen Kimberly Leach. Wir hatten sehr starkes Beweismaterial im Lake City-Fall, vor allem Haare und Textilfasern, durch die wir Kimberly Leach sowohl mit Bundy als auch mit dem Lieferwagen in Zusammenhang bringen konnten. Der Lieferwagen war für uns eine Fundgrube an Indizien gegen Bundy. Wir fanden an der Leiche von Kimberly Leach Teppichfasern aus dem Wagen.
Und in diesem wiederum stießen wir auf Fasern, die Bundy hineingetragen hatte. Außerdem fanden wir an ihrer Unterwäsche Spermaspuren, die zu Bundys Blutgruppe passten. Das war noch in den Zeiten vor DNS-Analysen. Man konnte nur feststellen, ob die betreffende Person Blutgruppe A, B, AB oder 0 hat. Allerdings ist bei fast der Hälfte der Menschen die Blutgruppe dieselbe, nämlich A. Im Rückblick wundert man sich, dass der Blutgruppe eine so große Bedeutung beigemessen wurde. Heute hat die DNS-Analyse die Blutgruppenbestimmung völlig verdrängt. Bei Sperma oder Blutflecken können wir absolut eindeutige Aussagen machen. Nichtsdestotrotz reichen 1980 die Beweise gegen Bundy für einen Schuldspruch. Bundy wird erneut zum Tod auf dem elektrischen Stuhl verurteilt. Doch noch immer versucht er, seinen Hals zu retten. Das war dann schon Verzweiflung. Do you ever think about the possibility of facing a firing squad? I think I stand about as much chance of dying in front of a firing squad or in a gas chamber as you do being killed in a plane flight home. Let's hope you don't. But so you don't lie awake at night thinking about it? Not a moment. Honest to God, not a moment. Because it's not going to happen. Aber nach 9 Jahren in der Todeszelle und etlichen abgeschmetterten Berufungsverfahren naht für Bundy im Januar 89 doch das Ende. The rendezvous with electric chair will be on next Tuesday at 7 o'clock in the morning. In dieser verzweifelten Lage greift Bundy nach dem allerletzten Strohhalm. Er weiß, dass es immer noch Ermittler und Familien gibt, die nach von ihm verscharrten Leichen suchen. Connie Wilcox, deren Tochter Nancy 1974 in Utah verschwunden war, dachte damals daran, zu Bundy Kontakt aufzunehmen. Ich wollte einen Brief an Mr. Ted Bundy schreiben und ihn ganz sachlich fragen, ob er meine Tochter getötet hat. Ich will nicht daran denken, dass sie ihm in die Hände gefallen ist. Aber was sollte ihr sonst zugestoßen sein? Wie haben Sie die 15 Jahre mit dieser Ungewissheit gelebt? Sie können das vergleichen mit einer Mutter, der ihr Kleinkind davonläuft. Und mit der schrecklichen Angst der Mutter, weil sie nicht weiß, wo es ist. Dieses Angstgefühl bleibt einem. Es geht nicht mehr weg. Man lernt damit zu leben. Man lernt weiterzumachen. Und nun, da es dem Ende zuzugehen scheint, verkündet Bundy, er sei nun bereit, über diese ungelösten Fälle auszusagen. Er war schlau genug, um zu merken, dass es eng wurde. Wenn er sein Leben verlängern wollte, musste er etwas tun. Und das war sein bester Trumpf. The parents of these girls, I really feel for them, because apparently they suffered some incredible tragedy in their lives. The loss of a loved one is probably the most extreme kind of loss you can suffer in this life. And I say I feel as much for them as anybody can. Bundy pokert. Er verspricht Informationen, fordert dafür aber den Aufschub seiner Hinrichtung, damit er auch genügend Zeit für ein umfassendes Geständnis hat. Das Angebot löst unterschiedliche Reaktionen aus. I had one set of parents. Viele Eltern riefen mich an und forderten mich auf, den Gouverneur von Florida zur sofortigen Hinrichtung zu drängen. Andere hingegen flehten mich an, bitte, wir müssen wissen, was mit unserer Tochter passiert ist. Now all of a sudden, he wants to tell the truth. We are not considering that request. For him to be negotiating for his life over the bodies of victims is despicable. Dennoch reisen Polizisten aus mehreren Staaten an, um mit dem Serienmörder zu sprechen. Unter ihnen auch Bundys erster Verfolger Robert Keppel. Bis jetzt hat er noch nie irgendwem irgendeinen Mord gestanden. Nun hat er sich den an Georgia Ann Hawkins ausgesucht. Wohl darum, weil er denkt, dass wir da ein paar Knochen zu einem Mord finden könnten, was wir ohnehin schon vermutet hatten.
Bundy sagt, er habe Hawkins in Issaquah in Washington getötet. Sie stellt sich als die dritte Leiche vom Lake Sammamish heraus, deren Knochen 1974 nicht identifiziert werden konnten. Er beschrieb den Tathergang in Issaquah. Es war fast, als käme er gerade von dort. Er ließ nicht die kleinste Wegkrümmung aus. Schon als er den Ort beschrieb, wusste ich, er war's. Bundy schildert viele seiner Taten in der dritten Person. Aber Bundy erzählt den Ermittlern nicht alles. Denken Sie, Bundy enthält Ihnen Dinge vor, um noch mehr Zeit zu gewinnen? Ganz ohne Zweifel. Ihm geht es um nichts anderes. Er wird uns sicher immer nur mit ganz kleinen Häppchen füttern, damit wir ständig wieder irgendwo anrufen und einen Aufschub für ihn herausholen. Er triebte ein verzweifeltes Spiel. Er saß auf dem sinkenden Schiff. Und trotzdem dachte Bundy wohl sogar noch am Morgen seiner Hinrichtung, er könnte das Unvermeidliche hinauszögern oder sogar abwenden. Die meisten Ermittler machen da nicht mehr mit. Von uns aus war es das. Am Dienstagmorgen ist es soweit. An seinem letzten Abend bekennt sich Bundy noch zu Dutzenden von Morden, darunter auch dem an Nancy Wilcox. Ihre Mutter erfährt nun die ganze schreckliche Wahrheit. Für mich ist sie jetzt nochmal gestorben. Er gesteht sogar Verbrechen, die man ihm gar nicht angelastet hat. Er erwähnte zwei in Idaho, von denen ich nichts wusste. Bundy gestand 30 Frauenmorde in mehreren Staaten. Da nicht alle Leichen gefunden wurden, kann man nicht sagen, ob das auch stimmt. Manche sprechen von weit höheren Zahlen. Wir wissen es nicht. Allerdings klärte sein Geständnis einige zuvor ungelöste Fälle. Trotz Bundys Aussage wird die Hinrichtung wie geplant am 24. Januar 1989 vollstreckt. Vor dem Gefängnis erwarten Hunderte die Nachricht. Ich sage, er soll sterben. Meine Tochter lebt in Salt Lake City. Er soll weg. Theodore Bundy wurde heute Morgen um 7.16 Uhr im Staatsgefängnis von Florida auf dem elektrischen Stuhl für den Mord am Kimberly Leach in Lake City hingerichtet. Auch Jahrzehnte nach seiner Hinrichtung strahlt der Fall Ted Bundy immer noch eine beunruhigende Faszination aus. Er ist wohl, abgesehen von Jack the Ripper, der bekannteste Serienmörder aller Zeiten. So fotogen, gut aussehend, smart, dazu noch extrovertiert, eloquent. Er verteidigte sich sogar selbst. Bundy ist der Inbegriff des charmanten Serienmörders, auf den alle hereinfallen. Und nicht alle verabscheuen seine Verbrechen. Er hat auch Fans. Aufgrund des Medienrummels, den er erzeugte, hielten viele auf einmal Serienkiller für einen Glamour-Beruf. Er steht auf jeden Fall in der ersten Reihe der Serienmörder. Wahrscheinlich ist er sogar so eine Art Archetyp. Aber es gibt nicht viele von seiner Sorte, zum Glück. Ted Bundy mordete sich durch den ganzen Kontinent, blieb dabei aber immer der strahlende Sunny Boy. Er ist der verkörperte amerikanische Albtraum.